Zuletzt bei Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. In der Schrubfabrik konnten wir unseren ersten richtigen Bosskampf absolvieren, nämlich gegen einen verseuchten Wiggler mit dem Namen Swiggler. Er trank giftige Flüssigkeit und betankte damit die Schrub-UFOs, aber wir konnten dem ganzen Treiben ein Ende setzen. Nun aber hat Bowser Jr. unsere Kobaltsternsplitter geklaut und wir müssen ihn durch einen neuen Zeitstrudel im Schloss verfolgen, um unsere Sternsplitter wieder zurückzubekommen. Hallo Freunde, ich spreche aus dem Off. Es ist passiert. Ich habe mal wieder nach Ewigkeiten auf diesem Kanal eine Aufnahme verkackt. Ich habe einfach mein Mikrofon nicht aufgenommen. Punkt aus Ende. Ich habe es aus irgendwelchen Gründen mal gemutet. Und dann, als ich sozusagen wieder eine normale Aufnahme gemacht habe, habe ich vergessen, es zu entmuten. Und dementsprechend habe ich eine Folge mit Ingame-Ton, aber leider ohne meine Stimme. Dementsprechend gibt es heute leider einen kürzeren Part, in dem ich euch einfach ein bisschen zusammenfasse, was passiert, damit ihr auf dem neuesten Stand der Dinge seid. Und ich hoffe, ich kann euch das einfach so spannend und cool erzählen, dass es vielleicht trotzdem, auch wenn er kurz ist, dass es wie ein eigener kleiner Part ist. Ich versuche einfach alles so detailreich wie möglich zu erzählen und euch mit den passenden Bildern zu hinterlegen. Wir sind in den Zeitstrudel gegangen und den haben wir ja sozusagen betreten, weil Professor Igitt dort ein sehr starkes Signal von den Kobaltsternsplittern geortet hat und dadurch haben wir die Vermutung aufgestellt, dass sich Bowser Jr. auf jeden Fall in diesem Zeitstrudel befindet und dieser Strudel hat uns nach Yoshis Island gebracht. Tatsächlich auf Deutsch Island, also I-I-L-A-N-D, fand ich ein sehr, sehr cooles Wortspiel. Und die Musik hier ist ein absoluter Banger. Richtig, 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 richtig gut. Und als wir dann das Dorf betreten haben, haben wir direkt eine sehr weirde Feststellung machen müssen. Es waren riesige Fußabdrücke auf dem Boden, die nicht sehr einladend aussahen. Ich meine, große Viecher sind selten lieb. Es gibt Ausnahmen, aber da hatte ich schon so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl. Und als wir in die ganzen Häuser betreten haben, haben wir auch festgestellt, dass gar kein Yoshi da ist. Aber in einem der Häuser war eine rasende Cooper-Reporterin. Und sie hat auch noch den Yoshis gesucht, um sich eine Schlagzeile zu erhaschen für die Zeitung, für die sie arbeitet. Und ebenfalls hat sie auch eine Sprungplattform gefunden. Und als wir dann die Babys auf die Sprungplattform gesetzt haben, haben wir dort oben tatsächlich die Yoshis gefunden. Die waren aber sehr ängstlich und haben gesagt, wir sollen leise sein. Und in dem Moment, als wir uns gefragt haben, warum sind sie so ängstlich, haben wir es auch schon gehört. Riesige, laute, dumpfe Schritte, die von außen kamen und wir konnten feststellen, dass ein riesiger, Shroop-verseuchter Riesen-Yoshi-Godzilla über Yoshis Island läuft und tatsächlich alle Yoshis frisst. Er hat sogar auch die Koopa-Reporterin gefressen. Diese hat er allerdings direkt wieder ausgespuckt, also er hat legit nur Interesse daran, Yoshis zu essen. Warum, wissen wir nicht. Warum er vergiftet und riesig und böse ist, wissen wir auch nicht. Aber es hat auf jeden Fall irgendwas mit den Shroops zu tun, weil immer wenn er brüllt, sieht man so Shroop-Schriftzeichen. Also es muss irgendwas mit diesen Aliens zu tun haben. Und nachdem er dann alle Yoshis gefressen hat, hat er auch das Dorf dann wieder verlassen. Also dementsprechend, ja, sein Werk war verrichtet. Zudem aber haben wir neben der Reporterin auch noch Kamek tatsächlich getroffen. Und der hat uns erzählt, dass Bowser Jr. wieder auf der Insel ist, aber er will Kekse. Und deswegen ist es jetzt Kameks Aufgabe, möglichst viele Yoshi-Kekse zu sammeln, damit Bowser Jr. zufrieden ist. Ich weiß nicht, ob Kamek mit dem Job zufrieden ist. Bin mir nicht sicher, aber ja, maybe. Es ist ja auch ein interessanter Job. Auf jeden Fall erzählt er uns, dass sich Bowser Jr. an der Spitze der Insel oder an der Klippe der Insel, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, befindet. Und wir sollen ihm doch nicht folgen. Ne. Haben wir natürlich nicht drauf gehört. Natürlich sind wir ihm gefolgt. Und zwar Richtung Norden haben wir das Dorf verlassen. Und dort hat er sich uns dann direkt wieder in den Weg gestellt. Uns als, gefühlt Fußabtreter der Gesellschaft beleidigt. Und um uns aufzuhalten, hat er die gesamte Flora und Fauna von Yoshi's Island angezündet. Also, um genau zu sein, hat er an vier Orten Feuer gelegt. Das ist jetzt nicht so viel, aber es soll quasi ein riesiger, epischer Waldbrand sein, der mit seinen züngelnden Flammen die gesamte Insel und damit auch Mario und Luigi mit ihren beiden Babyversionen verschlingen soll.
Glücklicherweise konnten wir aber eine neue Fähigkeit von unserem Kollegen Baby Mario herausfinden. Denn über Yoshi's Island verteilt waren viele kleine Wasserquellen. Und wenn sich Baby Mario vor diese stellt, kann er sich mit Wasser aufladen. Und wenn Baby Luigi dann auf seinen kleineren Bruder draufschlägt, dann spritzt dieser sozusagen Wasser und damit kann man Feuer löschen. Und das ist jetzt also unsere Aufgabe, Yoshi's Island vor den Flammen zu retten und irgendwie auf die Spitze der Insel zu kommen, damit wir dort Bowser Jr. und Kamek herausfordern können, damit wir unsere Koopaltschan später wieder erhalten. Aus irgendwelchen Gründen waren Mario und Luigi so gar nicht interessiert daran, dass so ein riesiger, giftiger Riesengodzilla über die Insel spaziert und Yoshis frisst. Also die ganze Zeit ist nur die Rede von, wir müssen Bowser Jr. aufhalten, wir müssen Kamek folgen und, und. Keiner thematisiert diesen Riesen-Yoshi oder diesen Riesengodzilla. Ich bin mir nicht sicher, was mit denen los ist. Vielleicht beeindruckt die das nicht, aber der wurde auf jeden Fall, nachdem er im Dorf aufgetaucht ist, gefühlt nie wieder erwähnt. Genau, und das ist tatsächlich storytechnisch auch schon alles Wichtige. Wir haben noch eine neue Brüderattacke erhalten, die Pardauz-Eier. Das ist so ein bisschen eine Fallrückzieher-Attacke, könnte man sagen. Das Ei wird immer wieder in die Luft geschleudert und wenn es runterkommt, dann kann man mit Mario und Luigi immer einen Fallrückzieher performen, um die Eier auf die Gegner zu schleudern. Und wir müssen jetzt auf der Insel verschiedene bunte Blöcke aktivieren, denn diese bauen uns eine Art Treppe zur Spitze der Insel. Und das war tatsächlich auch schon storytechnisch alles, was beim letzten Mal passiert ist. Ich denke, damit seid ihr auf dem neuesten Stand der Dinge. Ich habe noch unseren Kollegen, beziehungsweise unserem Baby Mario, habe ich noch eine Hose angezogen, die seine KP und seine Verteidigung stark erhöhen. Das war sehr stark, das hat uns wirklich viel geholfen. Und wir haben auf jeden Charakter ein Level up erhalten und ich glaube bei Mario und Luigi jeweils ein plus 6 oder plus 5 auf Geschwindigkeit und auch auf Verteidigung. Also stopp, bei Mario und Luigi auf Verteidigung eine plus 5 oder plus 6 und bei Baby Mario und Baby Luigi jeweils glaube ich eine plus 6 auf Geschwindigkeit. Also wirklich krasse Level ups, bei allen haben wir glaube ich das höchste gezogen, was möglich war. Ja, und das ist auch schon alles, was im Pannenpart passiert ist. Ärgerlich. Und deswegen kommt die Folge heute auch ein bisschen später. Ab dem nächsten Mal kommt dann wieder eine längere Folge. Tut mir leid, dass sie heute so kurz ist. Ich fühle mich selber scheiße. Vielen Dank noch an Sören Kamora, Luxacadia und JT90PRL für den dicken Support mit der großen Kanalmitgliedschaft.